Trans 2012. Eine Messe der Superlative. Über 2400 Aussteller aus 45 Ländern sind zu Gast in Berlin. Eine Branche präsentiert sich, Innovationen, Dienstleistungen und Projekte. Unter ihnen auch Brandenburger Vertreter. Die Gleisbaumechanik Brandenburg aus Kirchmöser. Die GBM ist Dienstleister für Schienen, Nebenfahrzeuge, Instandhaltung und Modernisierung gehören zum Portfolio. Die weltgrößte Verkehrs- und Logistikmesse ist dabei selbstredend eine der Adressen. Die InnoTrans ist die Fachmesse, auch für diese Region Berlin-Brandenburg sehr wichtig. Und Sie sehen uns in Nachbarschaft der Fürstalpin, also die Halbinsel Kirchmöser. Die finden wir nicht nur in der Brandenburg-Halle, sondern bewusst auch hier. Und auch im Freigelände sehen Sie von uns Fahrzeug, also schon positiv. InnoTrans immer positiv. Netzwerken ist das Stichwort auf einer Messe dieser Größe. Für Brandenburg Kirchmöser im Jahr 2012 die Chance, sich Investoren zusätzlich im neuen Relaunch zu präsentieren. Ich bin nicht nur überrascht gewesen, wie schön, frisch und ich denke auch in einer gewissen Dynamik in der Darstellung dieser Auftritt von Kirchmöser neu gestaltet wurde. Es ist nicht nur neu, dass das Outfit so ist, sondern ich finde, es erreicht auch zwischenzeitlich wieder eine neue Qualität im Zusammenwirken der Unternehmen vor Ort, in der Außendarstellung und alleine die Tatsache, dass dieser Stand so ist, wie er hier heute und auf dieser Messe vorzufinden ist, ist ein äußerer Ausdruck davon. Die Messe selbst ist aber nicht nur ein Anlaufpunkt für Profis am Stand der Havelländischen Eisenbahn. Junge Brandenburger interessieren sich nicht nur für die Modelleisenbahnen, die die moderne Fahrzeugflotte der HVLE präsentieren. Allesamt sind Nachwuchskräfte im Bereich Schiene. Sie gehören zur Brandenburger EcoRail Innovation. Eine Initiative, der viele globale Player im Bereich Schiene angehören. Mit Unterstützung einer Stiftungsprofessur können die Studenten an der Brandenburger Fachhochschule im Studiengang energieeffiziente Systeme im Bereich Schiene forschen. Also ich bin ja das erste Mal mit Studenten hier, mit Studenten, die auch das erste Mal zu einer Schienenverkehrstechnikmesse sind. Die sind völlig überwältigt, die haben das überhaupt gar nicht erwartet, was sie hier sehen. Hochspannende, hochinnovative Produkte, 27 Hallen voller Zukunftstechnik. Also die überlegen schon, Mensch, ist das vielleicht doch ein Arbeitgeber. Also das, was ich als Ziel hatte, Begeisterung für diese Branche zu wecken, das funktioniert. Grundlagen für morgen. Nachwuchs ist genauso wichtig wie bestehende Netzwerke weiter auszubauen. Unipart Rail, ein Global Player. Zulieferung und Innovationen, Fertigung und Lösungen für den internationalen Bahnmarkt. Dazu verfügt das Unternehmen über ein globales Netz von Geschäftsstellen. Unipart ist einer der neuen Kooperationspartner im Kirchmöseraner Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg. Also der Standort Kirchmöser ist eigentlich sehr berühmt für die Bahntechnik im Hintergrund. Und wir wollen natürlich hier Fuß fassen in Deutschland. Und dieses Netzwerk war für uns eine Chance, in Kontakt zu kommen mit Leuten und innovative Projekte zu unterstützen. Für KNRBB-Geschäftsführer Ralf Meinsen ein wichtiger Partner. Das Netzwerk wächst und wächst, die Kernkompetenzen wachsen und wir haben in Zukunft für die Forschung und Entwicklung fast alle Kompetenzen zusammen, um Systemlösungen zu bringen. Das Fazit der diesjährigen InnoTrans aus Brandenburger Sicht durchweg positiv.